Ja, Leute, wir heißen euch herzlich willkommen zum ersten seit langer Zeit mal wieder passierenden Moviecore. Mit mir sind wie immer der Zensor und der Balati. Richtig. Ja, Hallo. hast gut abgelesen. Das sah jetzt aber auch so aus. Ja. So, und die heutigen Themen sind, ist ein Serien-Special, wie ihr schon im Thumbnail erkennen konntet. Und zwar reden wir über alles, was comic-technisch in Serienvariationen bereits mittlerweile gibt oder noch kommen wird. Ha? Gibt's da nicht einen Fachausdruck? Genau, da gibt es die sogenannten Verserjungen. Steht so im Duden, ihr Klugscheißer. Hier, ich habe die Seite mal rausgerissen. Verserjungen. Okay. Ja, womit fangen wir an? Was wäre die beste Reihenfolge? Einfach nach der Liste, die ich hier habe. Dann starten wir mit The Walking Dead. Ach so, bevor wir anfangen, werden wir hier spoilern? Extrem, glaube ich, oder? Naja, sagen wir mal, einer, der es jetzt erst die erste Staffel von Walking Dead gesehen hat, wird gespoilert. Okay. Der bis zum Ende, ich meine, weiter wie wir können wir ja nicht gucken. Ja gut, also sagen wir so, wir werden spoilern. Gespoilert. Pass auf, wir werden spoilern, damit ihr wisst, wo. Wir werden spoilern bei The Walking Dead, bei Daredevil, bei Gotham City, bei Preacher bis Folge 3, Was soll das heißen? bei Lucifer, weil ich Folge 4 noch nicht gesehen habe, bei Lucifer in Maßen, also so ein bisschen, nein, da werden wir nicht groß spoilern, da erkläre ich nur. Outcast, spoilern wir da? Bis Folge 3. Ja, gibt ja bis jetzt erst dritte Folge, die haben wir noch nicht gesehen. Okay. Wir werden ein bisschen was erzählen. Von der Geschichte Okay, werde ich ein bisschen okay. was erzählen, mehr nicht. Okay, also bei, ja, wie gesagt, wenn ihr soweit noch nicht gesehen habt, das heißt, wenn ihr serientechnisch nicht auf dem aktuellen Stand seid, seid hiermit gewarnt, weil es macht keinen Sinn, immer so einen kleinen Spoiler-Warnung zu zeigen, wenn wir die Hälfte der Sendung lang spoilern, dann macht das keinen Sinn. Sonst In die überspringt das einfach oder so, wenn wir sagen, wir Ende. machen jetzt, wir reden jetzt über Walking Dead. Genau, also ich werd sowieso Timestamps unten in die Beschreibung packen. Das heißt, ihr könnt immer dahin klicken, wo ihr das Thema interessant findet. Und ich schreibe mal auf, womit wir jetzt beginnen und wie viel Uhr, damit wir auch die passenden Timestamps haben. Ungefähr. Also, jetzt fangen wir an mit Walking Dead. Los Ja. geht's. Ja, soll ich anfangen? Soll Ja, ja, erzähl was gerne. dazu, ja. Ja, gut, fangen wir doch mal. Wollen wir direkt mal mit den Theorien anfangen zur neuesten Staffel, oder? Michonne ist tot! So. Okay, was war das nächste Thema? Nein. Womit wollen wir anfangen? Ja, ich weiß nicht. Wie wollen wir anfangen? Wie wollen wir rangehen an die Sache? Ja, ist eine gute Serie. Gut, ja. Wobei ich muss mit solchen Sprüchen aufpassen, Leute, bevor wir jetzt anfangen, noch was anderes Witziges. Ich habe nämlich, als der neue Star Wars-Film rauskam, da habe ich ihn noch nicht gesehen, die ersten paar Tage. Dann habe ich aus Gag bei Facebook gepostet, einfach nur aus Gag, weil ich nicht wusste, was vorkommt und einfach nur übertreiben wollte. Habe ich geschrieben, Spoiler-Alarm, es kommt jetzt was kommen. Spoiler-Alarm und habe geschrieben bei Facebook: Boah, der neue Star Wars-Film, krass. Han Solo und Chewbacca tot. Und Han Solo stirbt wirklich. Dumm gelaufen. Naja. Schön für deine Brüste wieder teil. War das jetzt eine Anspielung darauf, dass Michonne stirbt? Genau, wahrscheinlich wird Michonne sterben. Nein. Also Walking Dead, erstmal, ja, so eine Grundmeinung. Ich fange einfach an. Also ich finde es sehr gut gemacht. Und ich finde gut, dass es nicht ist wie das Comic. Also dass es sich vom Comic mittlerweile sehr weit trennt. Es sorgt dafür ein bisschen durcheinander, wenn man Comics und Film parallel liest, also Comic liest und parallel Film guckt, dann ist man manchmal verwirrt, von wegen, ist der jetzt tot in der Serie oder war der im Comic? Oder deswegen habe ich mir so gesagt, dass ich jetzt erstmal die Serie zu Ende geguckt habe und jetzt den Comic weiterlese, sodass ich da nicht zu sehr durcheinander komme, weil es ja doch sehr separiert mittlerweile. Ja, gut, ich lese ja auch das Comic, habe ich auch komplett gelesen, was bis jetzt auf Deutsch raus ist. Du liest es ja wieder auf Englisch. Du wirst wahrscheinlich schon ein Stück weiter sein wie ich. Ja, ich glaube, die sind bei Einzelheft. Gibt es in Deutsch auch Einzelhefte? Weiß ich nicht, noch nie welche gesehen, aber ich denke mal, du kannst welche bestellen. Aber da gibt es momentan so viele verschiedene Varianten. Es gibt die kleinen Bücher, es gibt
so ein Sammelbuch, dann Ja. gibt's größere, kommen jetzt raus, keine Naja, Ahnung. das, ja. Für mich Ja, eh so. alles nur Geldmacherei nach dem ersten. Ja, ich meine, es gibt so, im Englischen macht es Sinn, es gibt halt die ganz normalen Bücher, die, ich glaube, sechs Einzelhefte folgen, also immer ein Chapter oder ein halbes Chapter oder wie auch immer. Dann gibt es die Sammler-Edition oder die dickeren, schwarzen, die haben 12 Hefte. Immer dick schwarz geredet. Wer war das? Und du! Moment. Die schwarzen gebundenen Bücher gibt es Schon noch. besser. Ja, und dann gibt es jetzt auch ganz neu die ganz dicken, die dann 50 Einzelhefte drin haben. Ist für die halt gut, die sagen, diese Einzelnen sind zu teuer, weil die kosten diese 12 Hefte beinhalten, 12 Einzelhefte beinhalten, die kosten 40 €. Und davon gibt es halt mittlerweile, wir sind bei Episode 150 oder ein bisschen drüber mittlerweile, ne, gibt es davon dementsprechend dann 12 Stück und das mal für 45 €. Das ist dann natürlich schon einiges für einen Sammler, der gerade erst anfängt. Darum gibt es halt die dickeren, günstigeren auch noch. Ich finde die aber schön gebunden. Naja, wir schwanken aber ab. Naja, also ich lese es ja auch nebenbei. Ich lese eigentlich immer weiter, weil ich kann mir das eigentlich recht gut merken, wer wann wo stirbt und so. Aber du hast auch recht. Ich finde das gut, vor allem, weil sonst lohnt sich das nicht. Ich brauch nicht die Serie gucken, wenn ich haarklein weiß, der stirbt jetzt gleich. Genau. So, ich möchte, dass diese Spannung, die haben so viel Spannung reingebracht in die Serie. Und das behalten die halt dabei. Wenn du jetzt weißt, auch der stirbt, ja, dann Nee, egal, ist wie gut die richtig. das Ja. machen, das ist keine Spannung mehr hinter, keine Action. Ja, weil es fängt ja auch mit so Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel, wie der Gouverneur stirbt, Comic im Vergleich zu der Serie. Ne, solche Ja. Sachen, weil wenn die das, du hast da grundsätzlich, natürlich ist die Story in der Hinsicht gleich, dass man sagt, sie werden den Gouverneur besiegen, aber sie werden aus dem Gefängnis vertrieben. Das ist in beiden, im Comic und im Film gleich, aber die Art und Weise, wie es passiert, ist unterschiedlich. Also man hat so eine gewisse Grundrichtung, die ist gleich. Also da nimmt man sich vielleicht ein bisschen Überraschung, wenn man das eine liest und dann das andere anfängt. Aber wie es passiert, ist immer noch unterschiedlich genug. Und ich denke, mittlerweile werden die beiden Dinger weit genug auseinandergetrieben sein, dass ja, das komplett in eine Richtung geht, größtenteils. Ja. Ja. Gut, wir sind uns einig, es ist eine super Serie. Was ich halt gut finde, ist auch, dass aber momentan bei den Serien, man sieht, dass da sich richtig Mühe gegeben wird. Jede einzelne Szene ist wichtig. In der nächsten Folge wird da irgendwie nochmal drauf angespielt oder so, wenn es wirklich was ist. So, das war früher, war ja es ja gar nicht bei Serien. Ja. Und heutzutage ist, das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. Ja. Eben, ja. Ja, dann nächstes wäre Fear the Walking Warte. Dead. Was? Wollen wir nicht vielleicht noch eine Theorie abgeben oder Okay, so? gehen wir noch eine Theorie ab. Also ich sage, Michonne stirbt. Hast du schon erwähnt. Ja. Die haben ja nur als Info am Rande, erstmal haben sie die neue Staffel, die 8. ist es, glaube ich, ne? Von hinten angefangen zu drehen. Nee, von verkehrter Reihenfolge. Also sie haben nicht gesagt direkt von hinten, aber sie haben es total Achso, durcheinander genau, gemacht. durcheinander gedreht, dass man nicht anhand von wegen sehen kann, okay, wer ist am Set und wer nicht. Und dann haben sie mittlerweile jeden tot gedreht, ne? Ja, habe ich auch gelesen. Also Alle 11. alle 11 Charaktere wurden einmal von Negan getötet. Und welcher es dann im Endeffekt quasi in die Sendung schafft und seinen Arbeitsplatz verliert, das werden wir dann am Ende sehen. Also irgendwie so die brutale Variante von Bachelor, oder? Kann das sein? Ja, das ist, ich habe leider keinen Baseballschläger für dich. So Nee. ungefähr, ja. Gut, schwer zu sagen. Wir können ja schon mal ausschließen, Rick und Carl sterben nicht. Definitiv nicht. Und ich würde Definitiv auch nicht. sagen, Norman Reedus stirbt nicht. Wie heißt der nochmal? Daryl. Daryl stirbt nicht. Maggie kannst du auch ausschließen. Weil sie hörst du, glaube ich, am meisten als einzige noch so verzerrt rufen Gut, sagen und wir schreien. mal Maggie, Und weil sie es stimmt. hält, und ich glaube nicht, dass die mehrere Schläge aushält. Also nochmal, du siehst ja, wie Ja, der gut, ja. nochmal aufsteht, das hält die nicht durch. So, Dafür ist sie schwanger und schon zu angeschlagen. was jetzt aber schon bei manchen aufgefallen ist, die da so zwischendurch mal gucken, wenn die Dreharbeiten laufen, dass halt die Schauspieler von Maggie, Lauren Cohen, die von Rosita, ich glaube von Michonne, von Glenn und ich glaube von noch jemandem, die sind selten da. Also die waren wohl gut wie gar nicht da.
Wobei, da kann man jetzt natürlich viel rein interpretieren. Ja. Weil ich finde, Glenn, da wusste man das von dem Schauspieler, weil der nämlich momentan einen Film dreht. Das war aber schon vor der Staffel schon bekannt, vor der letzten Staffel schon bekannt, dass der Ja. noch einen Film drehen wird. Naja. Plus. Dann, sag ich mal, da kann man jetzt viel sagen bei Maggie. Ich meine, die ging in das andere, die ging ja zur Anhöhe, war das richtig? Ja, Hilltop-Anhöhe oder so, keine Ahnung. Weil die ja Schmerzen hatte wegen der Schwangerschaft, kann ja auch einfach sein, dass die dort bleibt und dass deswegen noch nicht gedreht wird mit ihr, so nach dem Motto. Ja, klar. So, gut, Rosita. Also ich sag mal, Rosita, es ist natürlich schwer bei so einer Serie jetzt mal, ne, als aus Standpunkt jemand des Regisseurs oder des Autors zu sagen, ich muss es spannend behalten, aber ich muss auch ganz vorsichtig sein, welchen der mittlerweile liebgewonnenen Charaktere ich töte, denn sonst lynchen mich die Fans irgendwann, ne? Also einen Daryl und den Rick zu töten, das Ja, wird, glaube ich, okay. dafür sorgen, dass nachts ein dunkles Auto bei dir vorfährt als Regisseur. Wobei das gleiche wahrscheinlich aber auch bei Glenn ist. Wobei bei Glenn können sie sich auch ein bisschen Richtung Comic orientieren. Also ich sag mal so, ich gehe mal auch mal alle durch als Theorie. Wie gesagt, ich denke, es ist jemand, der in gewisser Weise einen wichtigen Grad hat, sodass es einen bestimmten Wert hat, dass das passiert ist, ja. Aber auch nicht zu essentiell für die Sendung ist. Und Michonne halte ich für insoweit wichtig, dass sie halt sehr eng in Verbindung mit Rick ist und dass es dadurch vielleicht und dass es dadurch vielleicht dafür sorgt, dass Rick total durchdreht. Ja, dieselbe Theorie Das hattest du doch auch, ne? ja, genau. Sie gehört auch zu dem, also wie gesagt, man sieht ja auch, dass der Charakter, der geprügelt wird, nochmal kurz aufsteht. Es wird also niemand sein, der total schwächlich ist. Genau, ja, Es aber würde Maggie nicht ansonsten reinpassen. ja. Daryl passt nicht rein, weil er ja angeschossen wurde und ja extrem fertig aussah. Ja. Eugene, sind wir mal realistisch. Der gefällt vorher ohnmächtig. Vor dem ersten Beim Schlag. Ausholen liegt der Tod da. Stellt sich tot. Epileptisch. Ja. Ja. Nee, ja, ich würde auch sagen, also wen ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre Rosita, weil die irgendwie, ich halte die mit die unwichtigste in der Truppe. Jetzt Ja, finde ich vom auch. Standpunkt, das würde die wenigsten Leute interessieren, wenn die weg ist. Ja, also. Sag ich mal so, das liegt aber mehr daran, weil ich finde jetzt Abraham Ja. ist sehr wichtig geworden die letzten paar Folgen und sehr interessant als Charakter. Genau. Was natürlich aber auch wieder dazu prädestiniert, dass er stirbt, wenn Richtig, du so wollte gerade drüber sagen. nachdenkst. Genau, das kann auch gut Hat sein, sich auch ja. mit so viel abgefunden, das kannst du auch einfach sagen. Und er wäre auch ein Charakter, der ohne Probleme nochmal sagt, ich stehe nochmal auf, wenn er einen Ja, zweiten Schlag kriegt. das war wahr. Und er hat ja auch schon immer sich angeboten, also Zu sterben? ja, als Nimm mich! nimm mich, ich will. So, Nee, ich der, wollte das weißt du, Ganze so, jetzt nimm mal. mich! Ich suche mir einen Verdammt, geh aus. ins Bett! Es ist 3 Uhr morgens, hör auf, mich anzurufen, er ruft den Regisseur immer Dann war noch Aaron dabei, Aaron. der von Alexandria. Der Äpfel. Ach so, der könnte auch sterben. Der ist sowas von unwichtig, dass er fast schon wieder wichtig ist. Es Ja, geht schon aber wieder genau das einmal sehe rum. ich auch so. Der ist eigentlich der unwichtigste, aber er ist ja der wichtigste von den neuen Charakteren gewesen. Weil, Ja. kannst du dich an irgendeinen anderen von den neuen Charakteren erinnern? Ja, die Mutter. Die Die tot ist. Übermutter, ja. Seinen Ich hatte sie schwulen, noch den im Sinn. schwulen Freund von Aaron. Ihr. Kopfschussärztin. Die Okay. Ärztin, ja. Dicke Wobei, die fand ich Ärztin. ja sogar wichtig, wo ich gedacht habe, die kann nicht sterben, weil sonst haben wir ein Problem. Pfupf, war sie tot. Ja. Ja, Ärzte, die werden auch überbewertet. Die werden überwertet. Das ist echt. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Abraham ist oder halt Michonne, weil das wird ja passen. Wenn, dann wäre das für Rick schon ein Grund. Ja. Ne? Alles zerstört wieder einmal. Ja, Bei genau ihm. dem deswegen. Das ist sowas in der Richtung, könnte ich mir vorstellen. Naja, gut. Dann haben wir es jetzt aber. Unsere Theorie dazu, ja? Ja. So, dann machen wir jetzt Schlag weiter vor. mit Fear the Walking Dead. Ich muss sagen, bei Fear the Walking Dead habe ich mir nur die ersten beiden Folgen angeguckt. Und da fand ich es so langweilig, dass ich aufgehört habe zu gucken. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ihr habt die erste Staffel komplett gesehen. Ich habe die ersten Und ich beiden kann so viel Staffeln sagen, die komplett ersten gesehen. beiden Folgen Ja. waren, sagen wir mal, langsam, haben sich rangetraut, aber Ja. es ist besser. Ja, von der Aber, Einordnung. und das habe ich in den ersten Folgen noch nicht ganz verstanden. Es spielt ja grundsätzlich im selben Universum, nur in einem anderen Teil von Amerika, richtig? Nein, in einer anderen Nein? Zeit auch.
Und anderen Zeit. Es soll sich aber, so wie wurde irgendwo mal schon mehrmals gesagt, irgendwann auch kreuzen. Ja. Aber an also einer anderen Zeit war mir klar, also es spielt wieder vor dem Ausbruch, fängt es ja an. Richtig, es ist vor dem, wie es halt anfängt. Ja. Und da halt eine andere Stadt, klar. Gut, also ich habe die erste Staffel gesehen, ich fand die erste Staffel eigentlich richtig gut. Es hat natürlich nicht dasselbe Flair wie Walking Dead, aber ja, es, ich glaub, ist nicht kann so, es auch gar nicht kriegen. Es ist nicht so, aber es wirkt auch mich auch nicht so depressiv und so verzweifelt und gruselig, zumindest am Anfang halt, ne? Also ja, das wirkt doch, alles sagen wir noch. Mal, es endet. Ich finde, es wirkt schon recht depressiv so zum Ja, Ende hin. okay. Also sollte ich Ja, mir die anderen nochmal angucken, ja? aggressiv. Wobei ich auch sagen muss, gruselig ist ja Walking Dead ja auch. Ja, nee, Das so meine ich Einzige, das was da ist, nicht. so, es ist scheiße. Fuck, hoffentlich stirbt der nicht so. Weißt du, was Ja. ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage. Nee, Aber es klar, ist so meinte ich das nicht. Ja, ich meinte aber, dass es so, ja, schon so ein bisschen düsterer ist. Halt. Und Ja. das war jetzt die ersten Folgen noch nicht. Da wirkt es eher, als wenn die Leute andere Probleme als Zombies hätten. Halt. So im ersten Moment. Aber gut, dann werde ich mir die anderen wohl nochmal angucken müssen. Ja, zweite Staffel habe ich geguckt, habe ich auch noch Ja. geguckt, die ist ja jetzt auch durch, sind da auch nur, die erste, was war das, 6 Folgen? Ich glaube, 6 Folgen die erste Staffel. Ja. Zweite Staffel hat auch nur 7 Folgen oder 6 oder 7 Folgen. Ja, ist also allgemein nicht so erfolgreich wahrscheinlich. Ja gut, Walking Dead hat ja auch mit 6 Folgen oder 9 Folgen oder so Ich, angefangen, die erste ja, Staffel. mit 9, glaube ich. Und dann hat sich auch langsam erst gesteigert. Ja, müssen wir mal gucken, aber hat auch Allgemein nicht wenig Folgen. hat Das sich ja machen die. Walking Dead die Serie auch erst entwickelt. Ja. Ja. Ich fand die zweite Staffel eigentlich schon recht gut, weil das auch, sagen wir mal, es war schon eine düsterere Stimmung. Also so nach dem Motto, in der ersten Folge haben die alle noch zusammengearbeitet, in der ersten Staffel noch zusammengearbeitet und das Militär war noch da und das ist jetzt nicht mehr. Jetzt merkst du, dass da halt auch so, ich sag jetzt mal, Piraten oder halt Leute, die Piraten töten. Genau solche. Genau solche. Ja. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist Ja, ja schon klar. so die Somalia ist überall. postapokalyptische Stimmung. Ja, gut. Nee, aber weil ich frage mich dann, wo es hingehen soll. Soll das dann irgendwann quasi wie Walking Dead werden, nur mit anderen Charakteren? Weil im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus, denn irgendwann wird die Zeitspanne da sein, wo Walking Dead angefangen hat oder wo Walking Dead, sag ich mal, Staffel 2, ne, wird vielleicht in 4 so Walking Dead, spätestens in Staffel 4 oder 5, wird es von der Zeit her in derselben Etage sein wie Walking Dead Staffel 2. Versteht ihr, was ich meine? Ja, So, klar. und dann kann das ja nicht mehr so viel anders sein, nur weil es eine andere Küste ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann fängt es an, so ein Die könnten bisschen auch die mehr billige Geld. Variante davon sein. Weißt du, was ich meine? Richtig, es könnte aber auch einfach sein, dass sie es geschickt machen, da es Ja. kein Comic gibt, dass sie eine komplett neue, so eine richtig geile Storyline bauen. Wenn sie es hinkriegen, natürlich nur. Können ja einfach Weil, mal. wie du sagst, du kannst das Comic lesen, es spaltet sich sehr ab, aber die Grund. Linie der Story, sage ich mal, bleibt gleich. Ja. So, und das hast du ja hier nicht bei Fear the Walking Dead. Keine Ahnung, was da passiert. Da weiß ich nicht, wer als nächster Gegner auftaucht oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder wenn ja einfach so dumm ist, das klingt, einfach mal einige Jahre später einbauen und schwupp bist du gleich. Ja, klar. Statt aber gleich. Und dann siehst du aber bei Walking Dead normal auf einmal Charaktere von Fear the Walking Dead. War ja eh Wo du irgendwann schon weißt, dass geplant. die zum Ja, Beispiel ich denke auch, dass das ja das irgendwann halt was Wichtiges wissen. kommt. Ja. Ja, ich Ja. weiß, bin mir auch noch nicht so sicher, ob sie da, ob das, also ich finde es nicht schlecht, ich finde einige Charaktere nicht schlecht. Ich bin halt aber auch genau wie du sagst, nicht ganz sicher, ob sie das hinkriegen, weil das hat ja jetzt schon nicht den Hype wie Walking Dead. Nee, das kann's auch nicht. Ich meine, gut, Nein. Walking Dead hatte den am Anfang auch nicht. Ich weiß, die haben am Anfang recht wenig Comics produziert von den ersten 10 Stück, glaube ich. Und deswegen sind die auch mittlerweile so viel wert. Ich glaube, die Erstauflage von Walking Dead 1, Einzelheft in Amerika, geht mittlerweile für 23.000 US-Dollar über den Tisch. Weil davon, ich glaube, nur 10.000 produziert wurden oder was. Okay. Und dann rechne ab, wie viele Leute sich das geholt haben und weggeschmissen. Oder wie viele Leute es irgendwo liegen haben und nicht wissen, was es wert ist. Also da gibt es nicht mehr viele, die Hast du da kriegen kannst. du das habe ich nicht. Ich leider auch nicht. Ja. Ich hole mir immer so viele Ersthefte, auch wenn die Serie im Endeffekt dann scheiße wird. Und Nur damit du irgendwie, einmal Glück damit ich hast. einmal Glück habe und sage, boah, ich habe hier eine Variante Erstausgabe von etwas, was arsch viel wert ist. Obwohl ich habe einen Punisher, den kriegst du für 500 € weg. Erstausgabe von Punisher Max in Den Englisch. hast du noch? Den habe ich noch. 2 Stück sogar.
Weil ich bin ja schlau, die Comics, die ich geil finde, da behalte ich einen und eine will ich ja immer verkaufen. Deswegen. Und jetzt sitze ich da und sage, nee, die verkaufe ich beide nicht. Das sind beide meine. Eine rahme ich mir ein, hänge an die Wand, die andere lese ich immer mal. Hä? Okay, gut. So. Next up ist dann jetzt Daredevil Ja. und Punisher. Ich schreibe das hier kurz auf. Welche Ja. Zeit? Du hast ja erste, zweite Staffel jetzt quasi am Stück geguckt, oder? Genau, ich habe beide direkt hintereinander weggeguckt. Ich muss sagen, es ist okay. Ich finde es ganz gut. Ich bin, ja, was gefällt mir nicht so? Ich weiß gar nicht. Ich finde Kingpin sehr gut gemacht. Ich glaube, mir gefällt es. Oh Es ja. gibt nichts, Oh was mir ja. nicht gefällt. Ich finde den Kingpin-Charakter sehr geil gemacht. Ja, auch passenden Schauspieler gewählt, finde ich. Ja, die Frau von Kingpin, wie heißt sie noch? Vanessa. Vanessa sieht meiner Freundin übrigens sehr ähnlich. Ich habe das in einigen Szenen mal verglichen. Das Jetzt ist mal gucken. gruselig, fast schon. Ich zeige euch das irgendwann mal. Also das ist wirklich extrem. Ich habe jede Folge, also die ersten Folgen im Museum noch, wo sie dann um die Ecke kommen. Ich gucke sich. Moment, Moment. Wo ist sie denn? Also ich und der Kingpin, wir haben schon einen ziemlich gleichen Ja, Frauengeschmack, Frisurgeschmack sage ich mal so. Genau. Und hoffentlich nie dieselbe Figur. Ja, nee, also den Kingpin finde ich wirklich sehr, sehr geil gelungen. Daredevil selbst, ich hätte gerne einen weniger sanften Charakter. Also ich finde ihn so ein bisschen in mancher Hinsicht ein bisschen weich in der Art und Weise, wie er aussieht und wie er sich gibt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine. Ich verstehe es Ja. nämlich nicht ganz. Ja. Nee, also er wirkt so ein bisschen ja, soft im Sinne von nicht der Typ dafür. Ne? Ja, gut, da Also gebe ich ich dir hätte vollkommen recht. ihn Das ist für mich der Grund, warum ich ihn richtig gut finde. ja. Weil ja, er als Matt Murdock wirkt richtig sanft und weiß ich nicht, wie man es erklärt, wie du das selber sagst. So, Ja. er könnte jetzt keinem was und ist so netter und. Ja. Ja, aber was möchtest du, wenn du jetzt so blöd das klingt, du bist jetzt ein Superheld. Ja. Und, das klingt wirklich blöd, ja. Aber und bist die ganze Zeit als Superheld immer, weißt du, was ich meine? Und dann, wenn du privat dich genauso Will gibst. ich die Leute umhauen? Ja, aber dann wird das doch eher einer erkennen, weißt du, wie ich das meine? Ja. So, er Ich würde versucht jetzt so, sein, er hat ja Wut ah, und er angelernt. sagt, weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Nein, ich sag's dir nicht, weil sonst muss ich dich töten. Ja, es wirkt ja immer so in seinen Kämpfen, er ist ja immer wütend. Ja. Ich finde, er versucht die Wut halt nur als Daredevil rauszulassen. Ich finde das eigentlich, finde ich das richtig gut gemacht. Ja. Na gut. Dazu muss ich jetzt auch noch sagen, das ist ja auch wieder eine Marvel-Serie, die auch ins Marvel Cinematics Universe reingehört. Und vergleichsweise finde ich die um Längen besser, auch wenn ich wahrscheinlich gerade viele Feinde mache, mit Agents of S.H.I.E.L.D. Weil ich finde, Agents of S.H.I.E.L.D. ist so eine typisch Marvel, so es ist zwischendurch mal ernst, aber alles fröhlich und bunt. Irgendwie so. Und bei Daredevil hast du nicht hier, weißt du, was ich meine, so bei Iron Man oder Thor, das ist alles zwar ernst und Ja gut, machen aber immer ihre immer dumme Jokes. Witze, ja, das Alle immer, haben immer ihre schicken Kostüme an, wo kein Blutfleck drauf ist und so. Und bei ja. Daredevil hast du das nicht. Ich meine, der ist in der ersten Folge schon halb tot, man. Ne. Weißt du, was ich meine? Das ist so, es ist ernster, es ist vor allem realistischer im Vergleich zu den anderen Also Sachen. bei Deadpool noch gut geschafft mit dem Blut Mit und dem so. Blut. Und das finde ich halt sehr cool. Deswegen finde ich die Serie auch sehr gut gemacht. Ja, und die zweite Staffel, panische Ankündigung und dann ist der Schauspieler Ja, eine also super Wahl. wir können ja darüber jetzt mal wechseln zu Punisher als nächstes. Ich schreibe das kurz wieder auf, damit wir die Timestamps haben. Also den Punisher, ich wüsste keinen besseren Schauspieler. Ich bin natürlich immer noch ein Rolf sehr. Lundgren. Dolph Lundgren, ja, okay. Ich bin zwar immer noch ein großer Fan von Thomas Jane. Ja, ich Ich fand ihn auch finde gut. es schade damals. Ich meine, ja, es war auch das war nicht, weder der erste Punisher-Kinofilm noch der zweite waren beide nicht so richtig die Punisher, die ich mag. Wobei ich auch sagen muss, und das haben halt viele das Problem, der würde halt zu sehr Nische sein. Den Punisher, von dem ich rede, das ist der Punisher Max aus dem Marvel Max-Universum. Das war halt ein Universum, in dem es keine Superhelden gibt, in der er in die Jahre gegangen war. Das heißt, wir reden hier von einem 40- bis 50-jährigen Punisher-Charakter,
Kriegsveteran, der mittlerweile alle Hoffnung aufgegeben hat. Das war bei geschrieben von Garth Ennis und zählt unter Punisher-Fans als die Nonplusultra-Serie. Den Punisher würde ich gerne natürlich in der Serie sehen, wobei ich sagen muss, von all den Schauspielern, die ihn bisher Punisher gespielt haben, kommt der Typ dem am nächsten. Der Sean aus Walking Dead hieß er, glaube ich, Sean, oder wie Shane. hieß er? Shane. Wie? Shane hieß er. Shane? Shane, ja. Und der Schauspieler ist John Bertonell. John Bertonell, irgendwie so ganz Bertonella, komisch. ja, okay. Ich fand das auch, gerade weil ich den. Ich finde immer Charaktere, die so gut eine Rolle spielen, dass ich die Gesichter schon nicht mehr sehen kann, weil ich sie hasse, finde ich, sind echt gute Schauspieler. So ist es bei Shane, der ging mir irgendwann so auf den Sack, weil der so asozial war, also den Charakter, den er gespielt hat. Ach so. Weißt Also du, ich das. muss sagen, ich habe ihn in Walking Dead, ich habe ihn wirklich gemocht. Denn ich fand, und da bin ich immer noch der Meinung, meine Freundin übrigens auch, er war der, der am besten in diese Welt gepasst hat. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. Mittlerweile geht Rick in die Richtung, aber das, wohin sich Rick jetzt nach 7 Staffeln hin entwickelt, das war Shane schon an Staffel 2. Da muss ich dir aber auch recht geben. Ne? Das habe ich auch Also. so gesehen. Das sehe ich auch immer noch so. Nur ich mochte ihn halt trotzdem nicht, weil manche Entscheidungen, die waren richtig. Hätte ich auch wahrscheinlich so getroffen. Aber ich finde es halt serientechnisch, fand ich es echt Rabiat. kacke teilweise so. Ja. Oder sagen wir mal, er kam ja auch so unsympathisch dadurch rüber. Jetzt in der Staffel wird er ja gar nicht mehr so unsympathisch sein. Jetzt wirkt er wahrscheinlich sympathischer wie Rick. Von Vielleicht seiner Art her. wollte ich sagen, vielleicht schon eine Pussy. Ja. Wo, welcher Staffel? Jetzt, wenn er jetzt 7, wenn er mitmachen jetzt würde, wieder. Ach so. Ja gut, dann nee, wüsste aber der ich ja gar sag. nicht mehr so aggro, das ist. Ja gut, er würde sich natürlich auch weiterentwickeln, aber ich denke, er hätte in vielerlei Hinsicht du hast schon recht, serien- und spannungstechnisch hätte er Entscheidungen getroffen, die nicht so interessant sind in vielerlei Hinsicht. Er hätte halt mehr diese typischen Entscheidungen getroffen, die jeder machen würde, ne? Ich sage jetzt mal wie in einem Horrorfilm, das Erste, was die Leute machen, okay, wir teilen uns in Gruppen auf. Das sorgt für die Spannung in dem Film. Und nur deswegen ist der Horrorfilm so spannend, wie er im Endeffekt ist. Und jeder normale Mensch und auch ein Shane hätte gesagt, wir bleiben alle zusammen. Das ist als Horrorfilm total nicht spannend. Aber das wäre die vernünftigste Entscheidung halt. Ne? Das meine, könnte man mal machen. Man könnte mal einen Film, wo 7 Teenies in einer Hütte im Wald sind und die einfach sagen, wir bleiben alle 7 hier in diesem Raum. 2 gucken an das Fenster, 2 an das und 2 an die Tür. Und wenn er kommt, kriegt er auf die Fresse. Dann würde dieser Typ eine halbe Stunde um das Gebäude schleichen und sich wieder verpissen in den Wald. Scheiße. Okay, hier, schreibt das mal auf, ja. Deswegen, also. So neue Kickstarter-Kampagne. Genau. Brauchen nur 7 Jugendliche und einen, der in das Kostüm passt. Ja, the real horror movie. Und dann. Einfach Wir kriegen da 2 Stunden raus, das schwör. ja, das ist. Er ist am Fenster. Er ist wieder weg vom Fenster. Nee, deswegen, also da wird er vielleicht wirklich weniger interessante Entscheidungen getroffen haben, hätte. Aber ich meine, wenn wir überlegen, in das Dorf, das mit den Metallmauern, da wäre er einfach so reinmarschiert und hätte alles weggemäht. Und er hätte auch sich früh genug um die Biker-Gang gekümmert, vielleicht. Um Negan und Co. Aber gut. That's the way Naja, it man weiß is. es nicht. Egal, ist ein guter Schauspieler. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich auf Punisher. Ich bin Ja, gespannt. Punisher kommt eine Spin-off-Serie, ist ja angekündigt worden, auch von Ja. Netflix. Netflix hatte ja eigentlich die Rechte an 5 Serien Ja. von Marvel bekommen, für einmal Daredevil, einmal Jessica Jones, einmal Luke Cage und einmal Iron Fist. Ich finde, das ist immer noch ein sehr komischer Superheldenname, aber okay. Wer ist ein Iron Fist? Ein Superheld mit einer eisernen Fist. Okay. Ja gut, Cage finde ich noch interessanter, aber der hat auch nicht so wirklich die Über-Superkräfte, richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Du Erzähle hast. ich dir gleich, warte. Ja gut. Und dann die 5. Staffel war noch The Defender, wo alle 4 Superhelden zusammentreffen. Weil da gibt es auch eine Comic-Reihe. Das ist Okay. quasi wie so Avengers in klein. Okay. Aber es sind halt alles welche aus Hell's Kitchen oder die in Hell's Kitchen handeln. Zum Beispiel gibt es ja schon Jessica Jones, die Serie, die 1. Staffel. Was macht die eigentlich? Weil das hat mich Die ist überhaupt nicht super stark. angesprochen. Super stark.
Ja. Super, super stark von Schrank gelaufen, oder? Nein, es ist einfach nur, sie ist wirklich mega stark. Also die Metallstangen verbiegen und so, das ist typische Superhelden. Einkaufstüten selbst nach Hause tragen und solche Sachen. kauft 12 Liter Wasser auf einmal und so, ja, kenne ich. Nee, und zum Beispiel in Jessica Jones tauchte Luke Cage schon auf, der spielte da auch eine recht tragende Rolle. Und was der wert, der ist Kugelsicher. Unzerstörbar quasi. Okay. Also der nichts kann ihn durchdringen und man hat es ausprobiert. Jessica Jones hat, na, darf ich das sagen? Spoiler! Ja. Spoiler! Okay. Jessica Jones hat mit einer Schrotflinte auf ihn geschossen. Okay. In sein Gesicht. Ich dachte, er hat Jessica Jones durchdrungen. Ja, aber sie ist ja durchdringbar. Oh. Mhm. Willst du damit sagen, sie ist eine Nutte? Leicht zu haben. Nein, ich fand auch Jessica Jones sehr geil, weil das auch so eine düstere Stimmung ist. Es sterben andauernd Leute. Der Hauptbösewicht ist meiner Meinung nach auch genial getroffen. Auf jeden Fall. Der Schauspieler, den mochte ich eh schon. Mhm. Das ist auch mal so ein Bösewicht, den man halt nicht so typisch kennt. Ja, weil der hatte die Fähigkeit, der kann sagen, du musst das machen, dann machst du das. Das heißt, er konnte jeden Menschen kann er kontrollieren. Ja. So, die können das, die spüren das im Innern, dass sie es nicht wollen, aber die können nichts dagegen machen. Okay, das davon gibt es viele. Das ist einfach die, das nennt sich in Deutschland Chef. Das ist keine Superfähigkeit. Das ist regelmäßig, wenn ich Aufgaben bekomme, spüre ich in mir, dass ich es nicht machen will und ich mache es trotzdem. Das ist einfach. Nein, zumindest ist er halt, ich finde es halt sehr cool gemacht von ihm. Also er ist auch rücksichtslos. Also er geht in eine Wohnung rein, so du machst für mich jetzt das und dann du spielst für mich Harfe und dann spielt die ununterbrochen Harfe. Mhm. Bis sogar wenn die Finger blutig sind und das zeigt man dann auch. Oder sie müsste halt mal, dann läuft es einfach nur. Ja, die pinkelt dann einfach. Du gehst in den Schrank. Die Kinder gehen in den Schrank, dann bleiben die im Schrank und so. Okay. Oder so Polizisten, du springst vom Dach. Nee, du darfst gehen, sagt er. Oder auf so auf dem obersten Stockwerk von so einem Gebäude und er will nach draußen gehen. Nein, nein, nimm den Ausgang und zeig so auf dem Balkon. Okay. Und dann will er halt vom Balkon springen. Okay. Das ist halt sehr cool gemacht. Und halt sehr düster. Also ich finde schon, es kommt von Daredevil recht, also mindestens genauso dran von der Düsternis her. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich finde teilweise deprimierender, ja. Okay. Weil Jessica Jones auch so niedergeschlagen ist halt. Ja, ist die ganze Zeit nur am Saufen. Ja, das ist eigentlich so. Ja. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Also es ist sehr empfehlenswert und ich freue mich auf Luke Cage, dass die nächste Serie, die kommt. Netflix macht das so, die haut jedes halbe Jahr eine Serie raus. Ja. Ja, was ich bei Netflix schön finde, die hauen alle Staffeln auf einmal raus, alle Episoden auf einmal. Fast bei allen. Außer bei Fear the Walking Dead haben sie es nicht gemacht. Ja, okay, bei da jetzt nicht, aber. Das war Amazon, genau. Netflix macht das auch nicht. Die haben jetzt als Beispiel, darüber rede ich jetzt nicht, aber Scream. Ja. Das ist jetzt die zweite Staffel. Die erste Staffel haben sie am Stück rausgeballert. Ja. Und jetzt ist die zweite Staffel erschienen und jetzt kommt wöchentlich eine Folge. Ja, aber das haben sie bei Better Call Saul auch. Das haben sie bei manchen Serien, machen sie es bei manchen nicht. Okay. Also ich finde das besser, weil ich habe, wie soll ich sagen, ich finde es nervig, auf bestimmte Sachen zu warten. Und auf der anderen Seite finde ich es dann, ich meine, ich verstehe es, die Spoiler-Gefahr ist natürlich höher, ne? Also da gibt es die Ultrakassen-Fans, wenn die 12 Episoden zur Verfügung haben, gucken die an 3 Tagen durch. Und dann sind andere Leute, die brauchen dann, sag ich mal, im Schnitt mindestens 12 Tage oder lass es 24 sein, weil sie alle 2 Tage eingucken. So, und dann ist natürlich jedes Mal die Gefahr. 12 Folgen. Ja? Eine Stunde die Folge. 12 Stunden. Ich meine, wenn jetzt, ne, jeden Abend sich eine Folge angucken. Ja, nein, das weiß ich. Nur du sagst, wenn das so Hardcore-Fans sind. Also ich habe Daredevil die erste Staffel fast am Stück geguckt. Ja. Also die zweite Staffel habe ich die ersten 7 Folgen am Stück geguckt. Okay. Ich auch. Peinliche Pause jetzt, ne? Ich denke. Ja, nee, gut. Also dann hätten wir das abgehakt. Als nächstes kommt. Eigentlich waren wir bei Punisher. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das eigentlich nicht bei Netflix in der Zeitplanung drin war, aber der Charakter so gut ankam bei Daredevil, dass sie deswegen auch bei Marvel beantragt haben, einen Spin-Off zu machen und das ging ja auch durch. Jetzt ist da natürlich die Frage, wann kommt das? Aber wird wahrscheinlich jetzt bald gedreht. Hä? Wird wahrscheinlich gerade gedreht.
Nehme ich auch an. Ich glaube nämlich nicht, dass sie sich so lange Zeit lassen dafür. Sollten sie nicht, ne. Gerade weil die Nachfrage so groß war. Mhm. Natürlich die Freude wäre jetzt höher, wenn das jetzt gleich kommt, als jetzt ein Cage oder sonst was. Ja, ja. Und so eine Iron Fist. Wie gesagt, Iron Fist hast du ja noch gar nichts gesehen. Luke Cage hast du was gesehen, ja. Den will man haben, wegen Jessica Jones. Und aber Luke Cage, wie gesagt, die haben immer halbjährlich. Also wir, ich glaube im April immer und ich glaube im November immer. Und im November, es ist jetzt schon Luke Cage, der erste Teaser gezeigt worden. Okay. Direkt. Und der startet dann. Also es war wohl erst Daredevil, ein halbes Jahr später Jessica Jones, ein halbes Jahr später Daredevil zweite Staffel. Und jetzt kommt Luke Cage. Okay. Und das ist so geplant. Aber das Punisher ist ja nicht mit drin bis jetzt in dieser Planung. Denk mal, die werden den zwischendurch irgendwann einbauen. Oder was verschieben. Das, wie er sagt, Iron Fist kennt man noch nichts von. Wollten dass sie jetzt Luke Cage machen, dann ja. Stellt als nächstes Iron Fist Punisher. Ja. Wobei er natürlich Iron Fist bei Luke Cage auftaucht. Ja, schwer zu sagen. Na gut, würde ich sagen, dann belassen wir es mal dabei, bevor wir noch weiter ausarten hier. Weil wir hatten Daredevil und Punisher und ich habe hier schon über Jessica Jones und noch ähnliche Sachen geredet. Das ist wohl wahr. Jetzt wird es ja noch düsterer eigentlich. Ja. Ja, jetzt reden wir über Gotham als nächstes. Dann fang du damit mal an, dann kann ich hier eben die Zeiten zu Ende schreiben. Ja, Gotham. Finde ich eigentlich sehr interessant, da es nicht so eine typische Superhelden-Serie ist, sage ich mal. Ja. Da es ja eigentlich mehr um die düstere Stadt und um James Gordon geht. Es geht ja nicht um Superhelden oder im eigentlichen Sinne geht es ja auch nicht um Superschurken. Ja. Ich würde sagen, es geht eigentlich mehr um die Entwicklung, wie Gotham zu Gotham so richtig wurde und wie die Bösewichte sich auch langsam entwickelt haben. Und wie James Gordon sich entwickelt hat. Genau. Und ich finde da auch den Schauspieler, Benjamin McKenzie, finde ich eigentlich auch sehr cool gewählt. Ich finde, der bringt das gut rüber. Ja, doch, doch. James Gordon. Ja. Und ich finde halt auch diesen Look, so, ich weiß nicht, was ist das? Die von den Klamotten her so. Ja, ich weiß wieder, was du meinst. 60er Jahre so. Ja, diese, ach, das hat einen bestimmten Begriff, mir fällt da auch gerade nicht ein, den Stil, aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja der Stil, in dem es dem das mal gespielt hat, Gotham auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen Steampunk leicht angehaucht ist, aber trotzdem Noir, so Noir, genau, das ist halt, die Zeit, in der in Amerika der Alkohol verboten war, diese kurze Phase da, wo die Mafia groß war, die Mafia so wo Mafia auch spielt, 50er, 60er Jahre. Es geht ja in Gotham ja auch teilweise viel mehr um die Mafia und über diese verschiedenen Mafia-Kriege. Ja, damit hat es ja angefangen, Detective Comics, ne? Weil damit haben ja damals die Detective Comics angefangen, aus denen dann der Batman entstand. Ja. Ja, Batman war ja auch nicht direkt eigentlich als Superheld in diesem Sinne damals gedacht. Es war deswegen Detective Comics, weil er ja mehr so eine Art Detektiv ist. Er hat ja versucht auch immer die Verbrechen zu lösen. Ja. Er so oft Polizeiweise, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Mit Spuren suchen und etc. Ja, also ich finde es an sich ganz cool. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich bin jetzt, glaube ich, immer noch mit irgendwo Staffel 1 am Ende langsam. Hab's nicht so oft geguckt. Weil ich sag mal, es ist okay anzusehen. Es ist so ein abendfüllendes Ding, aber es ist jetzt nicht die krasse Serie, spannende Serie, wo ich sage, ich muss unbedingt sofort die nächste Folge gucken, damit ich weiß, was es weitergeht. Sagen wir mal, es gibt ein paar Folgen, wo man schon sagt, oh, jetzt will ich aber die nächste direkt sehen, weil... Ja gut, klar, wenn genau gerade was Wichtiges ändert, aber ich glaube, das war jetzt bei mir zweimal nicht der Fall, so dass ich jetzt schon zweimal einen Break gemacht habe und ein paar Tage dann nicht mehr geguckt habe, weil halt gerade nichts... Dazu da, dass du mal schlafen gehst. Ne, auch, ne. Er guckt die Sachen nicht am Stück. Der ist nicht wie wir. Also ich gucke dann meist so drei Folgen am Stück. Was jetzt wirklich so spannend gewesen wäre, dass ich es zu Ende geguckt hätte... Sollen wir dann auch direkt weitermachen oder wollen wir noch was zu Gotham sagen? Also ich kann nochmal, was ich sagen wollte, ist dazu, was ich so ein bisschen nicht ganz so cool, toll finde, ist, wie sie in mancher Hinsicht die Charaktere so ein bisschen darstellen. Damit meine ich, dass es auf eine Art so sehr real alles dargestellt wird. Auf der anderen Seite bringen sie aber schon die junge Catwoman oder den Pinguin so ein bisschen sehr in die Richtung der Tiere, was das Verhalten angeht. Also der Pinguin watschelt sehr extrem. Ich meine, gut, das ist halt sein Gehfehler. Wie er da zum Watscheln kommt, haben sie wiederum cool dargestellt. Ja. Aber dann Catwoman, die von Anfang an immer dieses... Ja, das ist katzenartig. Ein bisschen sehr übertrieben. Also, ne, da könnte man so ein bisschen... Bei Poison Ivy viel schlimmer. Ja, soweit bin ich noch nicht. Die habe ich noch nicht gesehen jetzt. Macht ja auch in der ersten Folge mit.
Hab ich das kleine vergessen. Mädchen von dem Typen, wo sie behaupten, der hätte die Eltern getötet. Ah, okay. Das soll Poison Ivy sein. Die mit den Pflanzen rumspielt. Ja, gut, okay. Da habe ich jetzt nicht. Das ist so dezent, dass ich es nicht mal mitgekriegt habe. Zumindest in meiner Augen. Nee, aber das ist halt zum Beispiel, wo Bruce dann am Grab seiner Eltern steht, wo die Beerdigung ist. So, dass sie nicht irgendwie an einem Grabstein angelehnt guckt oder so, dass sie. Nein, sie klettert auf die Friedhofsstatue drauf und hängt so. Ja. Also so ungefähr. Das ist, was noch fehlt halt. So. Also das finde ich ein bisschen überspitzt in mancher Hinsicht. Killer-Croc kommen sollte. Ja, Killer-Croc-Kind. Ja, das wäre doch cool. Nee, deswegen. Also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen als Manko habe. Die Charaktere sind leicht überspitzt dargestellt, zumindest die ich bis jetzt groß bemerkt habe. Weil man sagen muss, die Entwicklung von den Charakteren wiederum richtig gut dargestellt. Ja, ich finde zum Beispiel in der ersten Staffel war ja Pinguin, sag ich mal, so der Handlanger. Ja, so der Handlanger und der entwickelt sich immer mehr und es ist echt gut gemacht. Also sie haben ihn genial rübergebracht. Ja, also ich finde, soweit finde ich es gut, wie gesagt, ich finde wirklich einfach nur in mancher Hinsicht so ein bisschen überspitzt die Darstellung. Ja, ich glaube, das ist überdeutlich. Ein bisschen so gemacht, dass du brauchst nur hören, ja, das ist Selina, du weißt direkt, ach ja, Catwoman soll das werden oder so. Ja. Ich glaube, das ist mehr für die Leute, die einfach nicht so die Ahnung von Comics haben, weil ich finde, die Serie ist auch mehr so für Leute, die keine Comics lesen. Die es vielleicht auch nicht so Interesse daran haben. Ne? Es ist mehr wie so ein, sag ich mal, wie so eine Uralt-Krimiserie teilweise gemacht, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, von der Art her, vom Stil her. Und vielleicht machen sie das deswegen, so um... hier, hattest du das mit Catwoman gesehen? Wer war denn das? Wenn du jetzt einfach nur sagst, Selina, vielleicht bleibt das nicht so im Kopf dann, wenn du das ja, verstehe. Sagst, das ist Catwoman. Ja. Die auf der Statue war. Die da auf der Statue. Ja, aber jetzt sind wir realistisch. Wenn du jetzt sagst, hast du das... Cool wäre, wenn sie dann Disney macht, wenn sie so... Das würde ich mir angucken. Wie die Katze sich die Katze leckt. Obwohl, ich glaube, das ist keine volljährige Schauspielerin, oder? Ich glaube doch, gerade so. Ja? Okay, gut. Ab jetzt ist sie 20. Ab jetzt ist 20, also. Dann darf ich mir das angucken. Nee, deswegen. Ja, aber gut. So viel dazu. Zum nächsten, ja? Machen wir das nächste, ne? Ja, würde ich sagen. Das ist dann Preacher. Ja. So, jetzt zum... Die vierte Folge war echt super. Nein, wir reden nur über die ersten drei und wir versuchen auch nicht zu sehr zu spoilern. Ja, er hat nämlich nur die erste gesehen zur Hälfte. Achso, ja gut, dann sowieso nicht. Reden wir nur über die erste zur Hälfte. Nee, also ich finde es sehr, sehr geil gemacht. Es wirkt wie eine Serie, die von Tarantino hätte sein können. Genau das habe ich auch direkt gedacht. Als ich die erste Folge gesehen habe, dachte ich mir... Ja, und jetzt, dann will ich auch erklären, was ich damit meine, was ich an Tarantino so mag. Das ist, er geht sehr intensiv auf Charaktere ein. Er beschäftigt sich extrem mit einzelnen Personen bis hin zur Belanglosigkeit. Was ich damit meine, ist, dass er manchmal Geschichten und Teile aus dem Leben eines Charakteres zeigt, die total irrelevant sind. Die nicht für die Story interessant sein, sondern die einfach nur da sind, um was über den Charakter zu sehen. Du erfährst nichts Neues, du erfährst nichts, was dir hilft, irgendwie zu erklären, okay, deswegen kann er das oder deswegen macht er das, sondern es ist einfach da. Es ist einfach ein Teil aus dem Leben. Und das finde ich halt geil gemacht und das machen die halt viel. Dann halt der Brutalitätsgrad, der so immer an die Grenze des Absurden geht, aber trotzdem immer noch cool ist, so dass man nicht sagt, ach komm, das ist jetzt too much. Ne? Das finde ich halt gut. Und ja, ansonsten Preacher, ich muss mir leider die Blöße geben und sagen, ich habe bis heute nicht geschafft, das Comic zu lesen von Garth Ennis, obwohl ich ein großer Garth Ennis-Fan bin und das wird sowieso mal allerhöchste Zeit. Ja, sehe ich genauso. Also ich habe das Comic vorher auch nicht gelesen. Ich wusste, dass es einen Comic gibt. Keine Ahnung, worum es ging, bis ich dann hörte, die Serie kommt. Dann habe ich mir gedacht, ja, guck's mal rein und es war mega gut. Also es ist natürlich anfangs ein bisschen strange, so du verstehst noch nicht alles so, aber... Ja, ich glaube, die erste Folge ist wirklich nur verwirrend für viele. Die endet auch verwirrend. Ja, die ist einfach nur, was passiert hier? Was ist das für ein Film hier, ey? Wer seid ihr alle plötzlich, Leute, in deinem Zimmer?
Jetzt hast du verraten, wie das endet. Nee, also das, aber wie du sagst, ich finde, wir gehen sehr auf Charaktere ein. Ich habe jetzt daran auch gedacht, weil ich dachte, das wäre wie so ein Tarantino-Ding, einmal vom Drehstil. Ich finde den Drehstil so wie so ein, wie so einen alten Film teilweise manchmal, wie früher so, so ein Trash-Film gedreht wurde. Genau, oder? Genau, so ein bisschen trashig, richtig. Ich musste direkt, als ich da die erste Folge gesehen habe, musste ich an das Grindhouse-Projekt denken von Tarantino und Rodriguez mit, wie hieß das, Dead Proof? Ja, die haben ja viele mittlerweile, da kommen ja immer noch welche. Ja, ja, aber das jetzt war halt so, von weniger bekannten Leuten. Erinnert mich das auch vom Stil her, von der Musik her, vom Auftreten der meisten Charaktere oder halt durch die Erzählung, wo der Priester sich direkt mit dem Jungen ganz am Anfang unterhält. Ja, und ja, dieses, genau sowas, ja. Wie er das erzählt, so, das wirkt so Tarantino-technisch, so Pulp Fiction-mäßig. Ja, so, wenn man am Anfang mal sieht, wo der Witz ist mit öffnet eure Ärsche und Münder für Jesus, wo jemand das Kirchenschild umgeändert hat. Ja. So, das sind auch so Szenen, die würden in einem, sag ich mal, einer Klassenserie oder in einem Kinofilm, die würden nur ganz kurz angeschnitten werden. Aber in der Serie ist es so, du siehst erst 3 Minuten, wie er auf das Schild zugeht, alles ändert und wie er 3 Minuten wieder zurückgeht. So, dass man solche Szenen so komplett auskostet. Das ist halt so. Nicht ein Wort gesagt wird in den ganzen Genau, genau. Guck's dir an. Ja. Boah, gehen wir nicht weiter. Ja, also das finde ich auch so ein bisschen Tarantino-mäßig. Das sind halt so Sachen, die einfach nur ein bisschen nochmal zeigen, diese er ist jetzt den ganzen Weg gelatscht, ne? Und das kommt nicht vernünftig rüber, wenn du den Zuschauer nicht mindestens für 2 Minuten darauf starren lässt, dass er merkt, so dass ihm erstmal klar wird, boah, wie öde, guck mal, wie weit die Kirche weg ist. Der ist jetzt den ganzen Weg gelatscht, nur um die scheiß Schilder, das Buchstaben wieder hinzuhängen, ne? Ja, ja. So, deswegen, also das finde ich ganz geil. Für mich also wirklich eine Empfehlung. Ja, die ganze Serie. Also die ersten guck nur Folgen, die halbe Serie. Die ersten 4 Folgen fand ich schon mega gut gemacht. Ja. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Woche. Was war nochmal in der 4. passiert? In der 4. Folge ist passiert. Schnauze. Gut, wir machen weiter mit der nächsten Empfehlung. Das ist Lucifer. Lucifer ist die nächste. Das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ja. Du hast mir mal Geschichten erzählt. Genau, so ein bisschen. Ich werde jetzt nicht spoilern, damit ihr das alle noch gucken könnt. Lucifer ist nach dem Comic von Vertigo. Geht darum, dass der Teufel Lucifer keinen Bock mehr hat auf seinen Job, den er für Gott in der Hölle erfüllen muss. Und auf die Erde geht und dort einen Nachtclub eröffnet. Zusammen mit seiner besten Quäldienerin, die dann auch da in der Bar arbeitet. Und dann... Succubus mit, wolltest du sagen. Nee, wie heißt die denn noch? So ein Mädel. Ich weiß nicht mehr. Naja, jedenfalls, sein Bruder Gabriel ist auch da. Er ist ein weißer Schauspieler mit englischem Akzent und sein Bruder Gabriel ist schwarz mit typischem amerikanischen Akzent. Also sehr unterschiedlich und dementsprechend manchmal witzig, wenn dann Szenen kommen, wo erklärt wird, wir sind Brüder. Ja, wieso? Und für die ist es normal und alle Leute... Also, naja, jedenfalls, es stirbt am Anfang. Lucifer hat eine Tänzerin aus seinem Nachtclub sehr berühmt gemacht, die besucht ihn dann nach langer Zeit wieder und wird dann erschossen. Und Lucifer macht sich auf der Suche nach dem Mörder und will den dann auf der Erde quälen. Eine Polizistin, zusammen mit der Polizistin, die halt merkt, okay, er weiß ein paar gute Sachen und ist immer einen Schritt ihr voraus, also immer kurz vor ihr am Tatort. Ein bisschen mit. Genau, so. Sie hängt ein bisschen hinterher und merkt dann, sag mal, woher wusstest du das alles? Die nächste Spur führte dahin und Lucifer ist schon da, die nächste Spur führt dahin und er ist schon da, weil er halt einfach ein bisschen schneller rausgefunden hat durch seine Fähigkeit, dass Menschen ihm ihre tiefsten Bedürfnisse und ihre tiefsten Wünsche erzählen halt, ne? Ihre tiefsten Begierden, so. Das ist halt die Fähigkeit von Lucifer, ne? Der Teufel halt. Und dadurch halt eine Szene, die kann ich sagen, das ist auch nicht viel gespoilert, dann wird halt der Mörder gefunden, das ist nur quasi die Einführung, da geht es nicht groß drum. Und die Polizistin erschießt ihn direkt. Und Lucifer dreht dann durch, weil er sagt, das war nicht genug, er hätte gequält werden müssen, er ist jetzt einfach nur tot. Und sie sagt dann, na, da wo er hingeht, wird er schon genug gequält. Nein, eben nicht! Das ist halt so ein kleiner Witz, aber darum geht es dann. Und er arbeitet dann mit der Polizistin so ein bisschen zusammen, durch seine Fähigkeit, dass ihm Leute halt alles erzählen, was er wissen will, immer die Wahrheit und die Begierden. So, darauf läuft es so ein bisschen hin und dann passieren natürlich ein paar andere Sachen, die interessanter sind, aber die Grundgeschichte ist halt erstmal, und damit spoilere ich nicht, sondern das ist einfach nur so die nebenbei Grundlauf ist, er wird so als bestimmter
Hilfs-Sheriffs, nicht Hilfs-Sheriffs, ist ein bisschen ein blöder Begriff, aber er darf bei Ermittlungen helfen. Der hat einen Antrag gestellt quasi und darf dann. Und ja, das tut er dann und das Wichtige passiert in ganz andere Richtung und ist auch wirklich sehr, sehr geil und spannend gemacht. Okay. Der Schauspieler ist Wahnsinn. Ich weiß natürlich nicht, wie die deutsche Synchro dann sein wird, weil es ist, glaube ich, schwer, den englischen Akzent auf Deutsch zu haben. Man kennt den aus dem amerikanischen, diesen britischen Akzent, ne? Im amerikanischen, weil die Briten das englische Englisch anders ist als das englische in den USA. Du hast ihn sehr viel, sehr akzentlastig. Und ich weiß nicht, welchen Akzent sie ihm auf Deutsch geben wollen, denn kennt ihr einen deutsch sprechenden Briten, was der für einen Akzent hat? Ich kann mich nicht erinnern, dass das deutlich wird. Ne? Also, ist aber auch die Frage, ja, er kriegt so einen bayerischen Akzent, aber ja, wird's denn, ey, oder das ist ja hier. Ja, Mai. Ja, Mai, aber da wäre ich, wo ich drauf gepackt habe. Das war irgendwie ganz komisch gemixt. Ich befürchte, sie werden zwar einen guten Synchronsprecher für den Charakter finden, ja, das wahrscheinlich gut passt, aber wahrscheinlich sich auf die eigentliche Stimme von ihm nicht konzentrieren. Das heißt, ja, sie tun einfach eine deutsche Stimme, die zu ihm passen würde, nehmen. Also ich glaube, was sie machen, und das wird oft, denn das ist ungefähr vergleichbar, worauf die Amis in Filmen oder auch allgemein stehen, was die allgemeine Meinung der Amis ist, ist, dass sich eine britisches Englisch sehr höflich und sexy anhört. Und darum habe ich ein bisschen Angst, dass sie das auf Deutsch mit einem französischen Akzent nachstellen. Denn das ist ungefähr das vergleichbar hier. Ne? Das ist oft dieses halt, bla, dieses. Und ich hoffe nicht, dass sie das machen. Ich glaube, die machen einfach einen deutschen Akzent, der zu dem Charakter passen würde. Machen das, dass der vielleicht ein bisschen höflicher redet. Ja. So, dass zum Beispiel, wenn sein Bruder auftaucht und das ist amerikanisch, wie du sagst, dass der dann vielleicht einfach unhöflicher ist. So. Guten Tag, Lucifer! Was machst du hier? Ja, du weißt doch, was ich meine. Ja, also ich hoffe nicht auf dem Dings halt. Also wer Englisch genug spricht, sollte sich wirklich auf Englisch angucken. Ich denke, denn das macht gerade in solchen Fällen einfach. Ja, es ist schwer. Ich würde als Übersetzer auch da sitzen und denken, boah, wie bringe ich das am besten rüber, ohne dass es albern klingt und in die falsche Richtung geht. Denn grundsätzlich, wie gesagt, von dem, was man vom Klischee her entspricht das britische Englisch in Amerika dem französischen Akzent in Deutsch. Und das kannst du einfach nicht machen, denn das wird wieder den Charakter ein bisschen albern darstellen, leider Gottes. Also schwer, das zu machen, aber ist nicht unser Problem. Da was Passendes zu finden. Ja. Ja. Deswegen. Damit wäre es damit. Du willst wahrscheinlich nichts mehr dazu sagen? Nee, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Outcast. Outcast, ja. Ist Outcast, jetzt vor 3 Wochen gestartet. Das heißt, du lädst das Video hoch. Also ist vor einem halben Jahr gestartet. ist von demselben Comic zeichnet. Also das Comic davon ist von demselben Macher wie The Walking Dead. Okay. Was man auch, finde ich, also ich lese das Comic nebenbei noch, auch am Stil erkennt. Auch von den Charakteren. Ich finde, man merkt es halt, dass es derselbe ist. Was ja nicht schlechter ist. Gut, wollen wir jetzt nicht so viel verraten. Es geht um Kyle Barnes, der in so einem heruntergekommenen Haus wohnt. Der sich immer quält wegen seiner Vergangenheit. Da wird aber noch nicht näher so drauf eingegangen. Nicht direkt immer, so immer nur so Anspielungen, weißt du, so etappenweise. Dann gibt es halt gewisse übersinnliche Sachen, die passieren und dann wird das halt alles mehr oder weniger reingeworfen. Es ist sehr düster, es ist halt teilweise auch brutal. Ja. Aber auf die Charaktere wird halt wunderbar eingegangen, auch sag ich mal, wenn es nur ein Nachbar ist, wird halt. Es wird sich Mühe gegeben. Also, ja. Und er gibt sich halt auch viel Schuld an allen möglichen, obwohl er eigentlich gar nicht so die Schuld daran hat, was man eigentlich auch direkt merkt. Aber es ist halt, er hat vorher ein idyllisches Leben geführt mit seiner Frau und seinem Kind. Das wird auch nicht erklärt direkt, warum, wieso. Das kommt immer erst nach und nach. Und im eigentlichen Sinne geht es darum, dass verschiedene Menschen von Dämonen besessen sind. Mhm. Und er, sage ich mal, durch seine Berührung schmerzen die schon. Schmerzt das die Personen, die besessen sind, und die vermeiden dann natürlich auch so ein bisschen das Licht und so, wie man das kennt, sag ich mal, von Exorzist und so. Wollte sagen, er ist der moderne Exorzist mit seinen eigenen. Ja, macht sich aber selber noch Angst und hat immer Angst,
was falsch zu machen und versteht das halt selber noch nicht. Und er hat dann noch so einen Priester dabei, der ihm immer wieder hilft und sagt, du musst jetzt und das ist alles richtig. Und im ersten Folge ist halt so ein kleiner Junge besessen. So, und er merkt das dann immer mehr, dass er da was machen kann und auch dann schneidet er sich aus Versehen die Hand auf, während sie da gerade so am Machen sind und dann trifft er ihn mit seinem Blut und dann schreit er schon rum und dann merkt er halt, dass sein Blut schädlich für diese Dämonen ist. Das ist jetzt noch nicht so viel verraten. Ich wollte sagen, es wirkt halt leicht reinigend. Ja, und man erfährt aber auch so nichts. So, der Junge schreit ihn auch an und erzählt ihm dann Sachen über seine Mutter, die man selber noch gar nicht gehört hatte. So, und er steht, woher weißt du das? Wer bist du? Und was? Deine Mutter ist eine Hure. Woher weißt du das? Das macht sie gar nicht mehr. Und dann der Name Outcast ist jetzt die Frage, worauf das bezogen ist, weil der Dämon, also der Junge, der von dem Dämon besessen ist, in der ersten Folge schreit ihn auch an, dich werden wir auch noch kriegen, Outcast. Okay. So, und das kommt auch in den Comics öfter mal, wird das so gesagt, du bist der Outcast, von dem haben wir gehört, so nach dem Motto. Der ist aber auch, es wird halt manchmal nicht viel erklärt. Ja. Was ja bei Walking Dead auch öfter nicht so ist, so. Und hier versuchst du halt etappenweise mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen so. Du weißt bei Walking Dead immer noch nicht, woher kommt der Virus? Wie ist er entstanden? Wobei ich glaube, das Wer ist hat's erfunden? ich glaube, das ist so eine Sache, die wird Schweizer. nie erklärt. Okay. Glaube ich, oder? Glaubt ihr das? Walking Dead, dass Was das denn? irgendwann mal erklärt wird? Ja. Ja, ich denke auch. Dass sie, obwohl andererseits Image Spielt doch keine Comics. Rolle mehr. Na doch, bei Fear the Walking Dead schon. Ja gut, bei Fear the Walking, aber bei Walking Dead? Ich weiß, nee, es spielt auch keine Rolle mehr, nee, aber ich denke, es wird nicht erklärt, weil Image Comics dafür bekannt ist, die Serie quasi, solange sie gut läuft, laufen zu lassen. Ich meine, Image Comics sind diejenigen, die die höchsten Serientitel haben, ne? Da reden wir von Spawn, das mittlerweile bei Heft knapp 300 ist. Laufende Serie, eine der letzten laufenden Serien. Marvel, lasse ich mal jetzt. DC zählt nicht, die haben sich das Detective Comic wieder hochgemogelt, indem sie quasi, nachdem sie bei, ich glaube, 200 noch was aufgehört haben, dann fing Detective Comic von vorne an für 100 Hefte, dann fing Detective Comic von vorne an für 100 Hefte und jetzt machen sie auf einmal bei Heft 500 wieder weiter. Also das ist ein bisschen ermogelt, aber der Image Comics macht das mit Spawn, macht es mit, wie heißt er, dieser Demon, nee, dieser Dragon. School Dragon, ich weiß nicht. Also mit wirklich Elephant Man, mit allen. Alle Serien, die gut laufen, die lassen sie einfach weiterlaufen. Okay. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, wenn sie so lange so Geschichten für die haben, und das werden sie wahrscheinlich lange haben, weil mittlerweile die Autoren wahrscheinlich immer mal wechseln, jeder, der eine coole Storyline hat, packt es mit rein. Denke ich, wird das ähnlich wie bei Spawn einfach vorerst mal endlos weitergehen. Also ich glaube, die nächsten 100 Hefte, was dann 4 Jahre entspricht, wird da erstmal sich nichts ändern. Ja, ich denke mal, bei Outcast zumindest werden, sag ich mal, das ist ja das, was ich jetzt meine. Bei Walking Dead ist die Sache, wo kommt der Virus her? Was ist der Virus oder ist es ein Virus? Das ist so eine Sache, die Frage wurde aber auch noch nie groß gestellt. Die wird mal angesprochen, so, aber total nebensächlich. Aber ich finde jetzt so bei der neuen Serie, bei Outcast, ich finde es schon wichtig, wenn er sagt, oh, du bist der Outcast, dich finden wir noch oder dich suchen wir die ganze Zeit. Ich denke mal, das ist so eine Sache, das wird in den nächsten paar Folgen schon angesprochen, würde ich sagen. Ich finde, das wirkt wichtiger. Und wie die es rüberbringen, finde ich, wirkt wichtiger. Sonst finde ich halt vom Drehstil, von den schauspielerischen, finde ich es eigentlich sehr geil gemacht. Ja, halt ähnlich wie Walking Dead, so schauspielerisch ganz gut mithalten. Auf die Charaktere wird recht gut eingegangen, zumindest jetzt zum Beispiel auf Kyle Barnes, seine Schwester. Auch eigentlich jeder Charakter, selbst auch die nur angeschnitten werden, denkt man schon, die werden größer, wie der Nachbar Wie der Nachbar oder die Freundin die da von dem Freundin. Aber jetzt Priester. nicht in einem Tarantino-Preacher-Niveau, Nicht oder? so, nein, Nein. nein, nicht so groß. Man weiß eigentlich schon, dass wirklich irgendwas noch mit denen irgendwann ist. Okay. Es wirkt so nach Ob dem sie nochmal ein Motto. Opfer werden oder halt auf jeden Fall eine wichtige Rolle irgendwann nochmal haben. Ja, Nicht okay. zwar so Ja, nebenher. eben. Und ich Ja. finde halt also ich finde, man merkt aber auch, dass das, wird das, ich denke mal, das wird von denselben gemacht wie Walking Dead. Ich finde, von dem Design der Kostüme her, von der Umgebung her, ich meine, das ist natürlich nicht so runtergekommen wie bei Walking Dead, aber so das Gesamtdesign, Ja. finde ich, wirkt sehr wie Walking Dead, sagen wir mal so. Da kann ich mir gut vorstellen, Ja. dass das eine Ja. ähnliche Crew oder viele aus derselben Crew sind, natürlich. Ja.
Das, also so wirkt es. Also auch jetzt, sag ich mal, die Polizeiuniform und so, das finde das sieht alles schon sehr ähnlich aus, so. Nee, aber sonst, bis jetzt bin ich begeistert davon. Das Comic bin ich ja auch am Lesen. Das ist auf Deutsch ja, das kommt das dritte bald raus. Ich werde es weiterlesen. Und werde dann erstmal gucken, ob sich das auch dementsprechend entfernt von den Comics wie Walking Dead. Der Outcast war der erste Zombie bei Walking Dead. Ja. Na also. Ne, ich würde sagen, da sind wir durch für heute. Mit unserem Serien-Special. Verserien-Special. Ich würde sagen, was wir nächste Woche einfach mal machen. Hausaufgabe für euch auch. Oder Uns? bis Oder zum für die Leute, nächsten die uns zugucken? Moviecore. Nee, für euch beide. Moviecore, das machen wir dann soweit. Aber ich würde sagen, wir wählen mal. Wir schreiben mal 5 bis 10 Comics auf, die ihr gerne als Serie hättet. Und da reden wir mal drüber nächste Woche, warum und was dann cool wäre. Und dann packen wir die zusammen, machen wir da eine Top 5 raus. Die am meisten von irgendwie doppelt genannt wurden oder irgendwas. Das heißt, wir dürfen uns darüber nicht untereinander unterhalten? Nein, jeder schreibt für sich erstmal DuckTales auf. gibt's aber schon als Serie. Will eine Realserie von DuckTales haben. So, mit echten Enten! Echt. Echte Enten werden genommen, die werden in so kleine Anzüge gestopft. Ja, aber so Dank, Ja, genau, Howard the Duck gibt's ja schon. Nee, aber das machen wir. Also für nächste Woche machen wir dann unsere, sag ich mal, Top 5 Comics, die eine Serie verdient haben. na gut. Also seid gespannt. Mit nächste Woche meine ich nicht direkt nächste Woche, sondern im nächsten Movie-Core. Wir haben ja noch ein paar andere Podcasts dazwischen. Ja, wir haben Nächstes genug Jahr. Zeit, Ronny, du hast das gehört. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, Leute, Ja. wie immer danke fürs Zuschauen. Ja. Abonniert, wenn ihr immer noch dabei seid, nach einer Stunde, Respekt. Nur so nebenbei, ihr könnt ja auch mal eure Meinung zu den Serien in die Kommentare schreiben. Und von mir aus auch mal, oder lass mal am Oder besten erst im nächsten Movie-Core unterschreiben, welche Serien ihr gerne hättet. ja, das ist sagen, dann ob ihr das gerne Thema für fragt, nächstes Mal. welche wichtig Eben. sind. Ja, genau. Welche Serien sind euch wichtiger, besser, etc., etc., etc.? In diesem Sinne, Leute, Macht's gut. bis dann. Ciao.